Ich zeige dir heute, wie du ganz einfach Farbkorrektur machen kannst und so einen richtig schönen Look erstellst. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal. Wenn du lernen möchtest, wie du bessere Videos machst, dann abonniere doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Heute zeige ich ganz einfach mal, wie man Farbkorrektur machen kann oder im Color Grading so einen gewissen Look halt hinbekommt. Und ich zeige das Ganze einmal in DaVinci Resolve. Das ist ein Programm, was kostenlos ist. Natürlich gibt es auch die bezahlbare Studio-Version. Aber alles, was ich zeige, funktioniert auch in der Gratis-Version. Und du kannst auch eine ganze Menge der Schritte einfach in deinem Schnittprogramm nachmachen. Wie gesagt, einmal DaVinci, weil das eben für alle auch zur Verfügung steht. Jeder kann es benutzen, jeder kann es kostenlos runterladen. Dann springen wir doch einfach mal zum Computer. Hier ist mein Hauptmonitor, wo ich so das Schnittzeug sonst hätte. Und hier auf dem Monitor, direkt hier unter der Kamera, das ist mein BenQ-Monitor. Und da sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Darauf kommt dann sozusagen das Bild, was ich mir dann eben angucke, weil der ist wirklich richtig farbgetreu. Okay, hier haben wir schon mal direkt einen Clip von mir. Das ist aus so einem Video, was ich vor einer Weile mal gemacht habe. Da fand ich einfach den Look ganz schön. Was man normalerweise halt immer macht, ist dann erstmal so zu gucken, welches Bild will man denn so haben. Ich finde das hier so ganz gut, weil man da auch ein bisschen die Augen sieht, so ein bisschen Glanzreflex auch in den Augen hat. Und was ich dann immer mache, ist dann eben, ich baue das Ganze immer auf eine Adjustment Layer, also auf so einer Ebene da drüber, nicht direkt in den Clip drauf. Dann suche ich einfach hier nach Adjustment Clip und ziehe den einfach hier oben drauf. Genau, dann haben wir das schon mal und dann gehe ich einfach hier unten auf Color und habe dann hier sozusagen meine ganzen Sachen. Und ja, hier haben wir sozusagen, das Ganze ist gefilmt mit einer Sony A7S im S-Log 3 Cine. Das heißt, es ist halt sehr flach und sieht halt sehr schlecht aus erstmal. Und ja, man könnte halt hier, sieht man schon, so LUTs halt nehmen oder LUTs, das einfach draufknallen, dann sieht es halt direkt gut aus. Aber wir wollen das Ganze einfach mal von Grund auf machen. Und dafür erstelle ich hier einfach mal die, also so Nodes, so nennt man das Ganze, so funktioniert das hier bei DaVinci. Das ist sozusagen mein erstes Ding, dann kann man hier Node Label machen. Das erste Ding werde ich dann Noise Reduction nennen. Genau, ja, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal darüber gucke. Ich habe mir so ein paar Notizen einfach gemacht, weil ich halt bestimmte Sachen jetzt halt erreichen möchte. Genau, wir machen jetzt erstmal ein paar von diesen Nodes. Dafür kann man Alt-S drücken. Dann kommt eine neue und dann wieder Node-Label. Das bedeutet dann, man kann das da eintippen. Das wird dann Balance. Dann wieder Alt-S. Und dann haben wir Saturation. Genau. Und was wir dann jetzt noch machen, ist ein Layer zu machen, also Node, da machen wir dann hier Add Node und dann machen wir Layer, das heißt man hat dann schon mal zwei. Das hier nennen wir dann Look und hier ist es wichtig, dass das Ganze dann auf Overlay, also hier unten bei Composite Mode auf Overlay, sieht jetzt alles ganz schlimm aus. Das sorgt dann für so einen gewissen Look, das sehen wir dann gleich später nochmal, was da so den Unterschied macht. Genau. Dann Look, dann kommt als nächstes dann einfach darauf, wieder Alt-S drücken, Node-Label und das wird dann Look-Adjustment, also einfach die, das Anpassen des Looks, wie wir das gerne hätten. Man kann hier diese Nodes auch durch die Gegend ziehen und ja, das reicht erstmal, damit fangen wir einfach mal an, dann fangen wir mit Noise Reduction mal an. Ich versuche das Ganze möglichst langsam zu zeigen. Wir fangen einfach mal an, gehen hier auf dieses Symbol, das ist Motion Effects. Und bei Noise Reduction wollen wir jetzt einfach, wenn hier auf dem Bild irgendwo gewisse, so ein gewisses Rauschen ist, also ein Farbrauschen, das wollen wir natürlich nicht haben, weil es sieht halt immer nach Video aus sozusagen. Und dafür gehen wir dann hier auf Spatial Threshold und machen hier diesen Link weg und machen dann hier bei Chroma, also Farbe, tippen wir dann ein. Genau, ich tippe jetzt was ein, weil ich schon weiß, was ich für einen Look halt haben will, weil ich das halt schon in mehreren Videos einfach gemacht habe.
Da kannst du dich natürlich auch ein bisschen ausprobieren und dann einfach schauen. So. Also ist eine Kleinigkeit, man sieht es jetzt eh nicht so richtig, ist auch recht klein, ist ja dann auch YouTube und so. Genau, und dann gehen wir hier auf Balance. Für Balance machen wir dann, gehen wir hier auf die Wheels und da brauchen wir dann Gain. So, jetzt hängt meine Maus wieder, ja. Gain ziehen wir also runter. Gain ist sozusagen die Helligkeit. Ich drehe immer im S-Log 3 halt ein bisschen heller. Einfach, weil man dadurch das Rauschen in den dunklen Bereichen halt verhindert. Das ist alles nicht so leicht. So, ich mache jetzt erstmal so, sieht ja erstmal dunkler aus. Dann kommt dazu noch Contrast, also Kontrast. Ziehen wir mal auf 1,3. Ja, irgendwie so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also, ne, fehlt immer noch Farbe, aber das kommt gleich. So hat es aber schon mal so eine gewisse, auch so einen leichten silbrigen Look irgendwie. Das sieht schon mal ganz cool aus. Und dann gehen wir auf Saturation und das, also, ne, das ist die Sättigung der Farbe. Und da machen wir hier, also hier unten bei Saturation, tippen wir einfach mal 100 ein. Kleiner Tipp noch, also wenn das jetzt alles ein bisschen zu schnell geht, dann halt das Video einfach mal an bestimmten Stellen an. Genau, einfach auf 100. Dann sieht man da schon, ist schon mal Farbe mit drin. Und was ich dann noch ein bisschen mache, ist hier bei Color Boost. Ja, meine Maus hängt immer ein bisschen. Sorry dafür. Dann Color Boost einfach auf 5. Genau, es gibt dann nochmal so einen kleinen Pop dazu. Kurzes kleines Intermezzo, bevor wir hier weitermachen. Und zwar ist BenQ auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen Werbung machen könnte für deren Webinar, was demnächst rauskommt. Denn das ist sehr, sehr hilfreich für Leute, die halt kreativ unterwegs sind. Das Ganze findet unter dem Namen Produktiv gestalten, so gelingt es dir, statt. Und der Link zur Anmeldung ist unten in der Videobeschreibung. Also wenn du da Lust drauf hast, kannst du einfach mal dem Link folgen. Genau, am 24.06. findet das Ganze statt. Du kannst dich anmelden und wenn du dich anmeldest und wenn du an dem Webinar dann teilnimmst, dann kriegst du einen Rabattcode von 10% für Monitore der PD-Modelle, also der DesignView-Produktreihe. Ich denke generell, das ist eine schöne Sache, denn der Monitor unterstützt eine ganze Reihe von Farbräumen, also zum Beispiel 100% sRGB, 95% DCI P3 und hat auch Unterstützung wie Thunderbolt 3 und USB-C. Außerdem Display HDR 400, was halt dafür sorgt, dass du wirklich richtig gut bearbeiten kannst. Und es werden dann noch so viele Modi unterstützt, dass du zum Beispiel dein MacBook daran anschließen kannst und eben da genau die gleichen Farben dann hast, wie du es von einem MacBook kennst. Und du kannst auch dein MacBook oder iPad gleichzeitig aufladen, denn da hinten sind zwei Anschlüsse, die auch genug Strom halt liefern. Also wirklich ein rundum sorglos Paket, wirklich ein richtig guter Monitor, mit dem ich seit Monaten jetzt arbeite und unglaublich zufrieden bin. Von daher melde dich gerne bei dem Webinar an. Ich denke, das bringt dir nochmal eine ganze Menge, um viel dazu zu lernen. Und wenn du dann überzeugt bist, dann kannst du ja auch nochmal gucken, ob du dir vielleicht von diesem 10% Rabatt einen Monitor kaufen möchtest. Okay, dann haben wir das. Dann gehen wir auf Look. Und beim Look gehen wir auf den Lift. Und was ich jetzt erreichen möchte, ist, dass hier in diesen Bereichen und auch hier so ein bisschen in den dunkleren Bereichen so ein gewisser Cyan-Look entsteht. Also ich will so ein bisschen, ja, also dieses Orange-Teal sagt man ja immer, aber ich gehe eher so ein bisschen auf so ein Magenta-Teal. Teal heißt einfach nur Cyan. Dafür gehe ich dann hier bei diesem Blau, gehe ich mal auf minus, ja, erstmal ein bisschen runter. Sieht ja erstmal sehr grün aus und dann noch Rot wegmachen. Könnte das Ganze natürlich auch einfach hier machen, ne? Also hier an diesen Kreisen ziehen. So, dann haben wir schon mal das. Und was wir dann noch machen, ja, weil das sieht jetzt recht schlimm aus, machen wir hier den Gain nochmal bei Grün ein bisschen runter. Genau, und je mehr man das hier sozusagen dann dreht, desto mehr geht das halt dann ins Magenta über und so sieht das Ganze dann schon mal ganz gut aus. Okay, dann gehen wir auf Look Adjustment, also nochmal den Look so ein bisschen anpassen. Und da möchte ich ganz gerne hier hingehen. Wo ist es?
da. Hier haben wir die Curves, das bei euch startet das wahrscheinlich mit der. Hier oben kann man dann noch unterschiedliche und dann gibt es hier U versus U. Dann klickt man hier einfach mal drauf. Muss immer so ein paar Punkte setzen. Bisschen aufpassen, dass man die. Also es geht auch, glaube ich, noch irgendwie anders, aber bei mir geht das immer irgendwie nicht. So. Okay, und wir wollen ganz gerne hier den Bereich ein bisschen, damit die Haut so ein bisschen mehr magenta wird. Also hier kann man, ne, sieht man schon mal, was passiert. Also wichtig bei Farbkorrektur ist immer erstmal ein bisschen übertreiben und dann runterziehen. Also so normal und so, so ist ein bisschen magenta. Und wir wollen jetzt das Cyan halt ganz gern nochmal ein bisschen mehr reinhauen. Ne? Also wenn man auch da zu weit runterzieht, wird es halt eine andere Farbe. Mal so normal. Nee, so rum wollen wir das. Ja, so. Also nicht zu viel, so ein bisschen. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Okay. Als nächstes, dann machen wir nochmal ein Note dazu. Da will ich ganz gerne ich will jetzt ganz gerne einmal so die hellen Bereiche trennen. Also man sieht ja hier, dass dieser Bereich noch recht hell ist, so ein bisschen zu heiß, sage ich jetzt einfach mal. Und ich will die dunklen Bereiche nochmal ein bisschen kräftiger machen, deswegen einmal die heiß. Und da machen wir dann noch, um das halt aufzuteilen, ein Parallel-Node. Dann springt er hier so komisch hin und her. So, dann machen wir den mal hier hin. Und das wären die Lows. Ihr könnt es natürlich nennen, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt einfach so, weil ich mir halt dann viele Videos auf Englisch angeguckt habe, deswegen das so ein bisschen angewöhnt habe. Okay, um das Ganze zu machen, gehen wir hier auf den Qualifier, also auf die Pipette. Und für die Highs nehmen wir dann hier L-Soft, machen da mal 2,2. Auch das einfach ein Erfahrungswert. Müsst ihr euch mal ein bisschen rantasten, was gut für euch passt. Und um jetzt zu sehen, was man hier genau macht, weil so tut sich ja erstmal nichts, kann man Shift-H drücken und dann sieht man halt so. Genau, und jetzt das, was man will, ist einfach den Bereich auszuwählen. Ich will jetzt halt hier so diese hellen Bereiche haben. Hier trifft es noch ein bisschen den Kopfhörer, aber ist nicht schlimm. Dann gehen wir hier auf die Lows. Da wollen wir dann H-Soft 2.2 haben, genau. Und auch hier ist das noch an und dann ziehen wir einfach die andere Seite runter sozusagen. Und hier wollen wir dann, ja, so die dunklen Bereiche. Okay, dann können wir Shift-H wieder ausmachen. Was wir dann jetzt wollen, ist hier bei den Highs, wollen wir die Highlights ein bisschen runterbringen, weil es zu viel macht. Ja, also hier sieht man schon ganz gut, was das so macht. Wir wollen das Ganze mal so auf minus 50 oder so. Genau, und so kriegt das ganze Gesicht so ein bisschen mehr. Es ist immer noch hell, aber es kriegt so eine. Es passt irgendwie viel besser rein, als es halt vorher der Fall war. Also, wenn wir jetzt hier. Das wieder, was ist da normal? Ich glaube 0. So und minus 50. Das sieht gleich irgendwie besser aus, finde ich. Wenn ihr es anders seht. Okay, dann haben wir hier bei den dunklen Bereichen, da wollen wir die Shadows ein bisschen runterbringen. Das ist so ein bisschen, ne, also wenn man hier so krass runterzieht, dann crusht man sozusagen alles. Ganz wichtig ist auch hier immer so ein bisschen das Histogramm im Auge zu halten. Und wir wollen sozusagen das so ein bisschen, ja, nicht zu doll. Also kurz vor alles ist zu dunkel. Ne? Also irgendwie hier so minus 9 oder. Ja, machen wir mal so minus 9 ist ganz gut. So, und dann vorher und minus 9. Also es bringt dezent was, ne? Und das ist immer ganz wichtig, dass man das Ganze dezent macht. Und hier wollen wir halt wirklich auch nicht die dunklen Bereiche rausknallen. Und hier generell bei den Scopes kann man halt auch sehen, also das hier ist so diese Hautton. Den wollen wir hier bei so 7,5 irgendwie haben oder 70, also 700 oder so, weil das so da ist, wo Hauthelligkeit von einem weißen europäischen
Menschen halt liegt. Genau. Für andere Hauttöne ist es natürlich was anderes. Okay, als nächstes, dann machen wir mal hier wieder Alt S. Und da kommt dann ja, Sharp, einfach die Abkürzung. Also Schärfe wollen wir jetzt noch mal ein bisschen haben, weil Schärfe ist immer so eine Sache, je nachdem, was man so macht. Gerade filmische Sachen sind immer recht, sagen wir einfach recht, bisschen unscharf ist immer ganz gut. Also nicht unscharf im Sinne von, sagen wir mal soft. So. Und wir wollen jetzt aber da so ein bisschen, bisschen Schärfe drauf geben, weil es auf YouTube auch ist und da eh immer ein bisschen unschärfer wird. Und dann gehen wir hier auf dieses Symbol für Blur. Und dann können wir hier diese ganzen Dinger alle runterziehen gleichzeitig. Und da machen wir nicht zu viel, weil sonst weil sonst ist es einfach zu viel. So, also hier, ja, was hätte ich gesagt? Ja, irgendwie hier so. Na, also es ist jetzt wirklich dezent, ihr seht es ja auch nur hier auf dem kleinen Bildschirm, aber es bringt schon mal eine ganze Menge. Und genau, also ihr werdet es ja dann für euch dann auch nochmal sehen, wenn ihr es so ein bisschen nachprobiert. Alles, was ich jetzt so ein bisschen zeige, muss man natürlich auch mal ein bisschen anpassen für sich selber. Ich habe jetzt auch ein paar Tutorials dann irgendwie so durchgearbeitet und je nachdem, wie der Look halt ist, passt das eine halt richtig gut oder passt halt überhaupt nicht. Und was wir jetzt noch machen, der letzte Note, also wieder Alt S. Und das wird dann Grain. Genau. Und für Grain suchen wir einfach hier, na, hier ist ja die Library offen. Und dann suchen wir Grain, Film Grain. Und ich übertreibe das Ganze einmal ein bisschen, weil es auch wieder YouTube ist, da durch Komprimierung ein bisschen was weggeht. Genau, ja, einfach. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen übertriebener, als es dann nachher gut aussieht. Da habe ich dann hier so ein paar Werte, die ich ganz gerne nehme. Und das ist hier Texture, dann halt 0,75. Und das nächste ist dann 0,4. Was man auch noch machen kann, ist hier bei Grain Only kann man sich sozusagen ansehen, wie sich das verändert. Ne? Also hier hat man dann plötzlich so riesengroße Bubbles, aber das sieht dann halt nicht so gut aus. So, das nächste ist dann, es bleibt so, hier machen wir 0,6. Und 0,5 und dann das hier bleibt auch so, wie es halt ist. Genau, ja. Und dann haben wir halt hier so ein leichtes Rauschen überall. Und damit ist halt eigentlich unser Look fertig. Na, so würde das Ganze dann aussehen. Wenn man es jetzt abspielen würde, ich weiß jetzt nicht, ob der Rechner dahinterher kommt. Ich probiere es mal einfach. Ja, wie man hier schon sieht, kommt nicht so richtig zurande. Aber hier sieht man ganz gut das Rauschen und auch hier in diesem Bereich und so. Ja, und das ist eigentlich alles, was man so wissen muss. Wenn du noch Fragen hast, wenn du noch irgendwas wissen möchtest, dann schreib es einfach unten in die Kommentare. Und hat dir das Video gefallen, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst, dann hier lernst du, wie du bessere Videos machen kannst. Und du lernst auch ganz viel über Streaming, über Farbkorrektur, über Kamera-Equipment. Also wirklich eine ganze Menge. Und das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du abonnierst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.